Es ist irgendwas mit 15 Uhr bei uns in der Lego-Stadt und wir machen gerade ein kleines Kaffeepräuschen. Das ist der ideale Zeitpunkt, dass wir euch wieder mal was zeigen, was wir jetzt in den letzten Stunden so gebaut haben. Ihr seht, Rita sitzt dort hinten und schlürft auch ihr Kaffeechen. Und ich würde sagen, wir gehen mal zu ihr hin und fragen sie, was sie gerade so macht. Und dann zeige ich euch, was mich in den letzten Stündchen so beschäftigt haben. Zuallererst, liebe Rita, die wichtigste Frage: Was gibt's denn bei dir heute zum Kaffee? Einen sehr guten Kaffee und etwas Süßes. Ich sehe Duplo und Crispy Rolls. Du hast schon mit einem zum Essen angefangen. Das ist perfekt, oder? So lässt sich's doch leben. Ich finde auch, wir genießen sehr gerne unseren Kaffee hier bei der Lego-Stadt. Man muss ja gestärkt werden. Also ich denke mir, man kann ja nicht den ganzen Tag arbeiten ohne, dass man da eine Stärke... Ganz richtig. Außerdem, ihr merkt es, ich habe heute auch ein bisschen mehr an. Es wird jetzt schon etwas kühler. Ja. Draußen ist es heute saukalt. Und ja, wir beheizen uns zwar hier im Lego-Raum mit der Leidenschaft für unsere Sets, aber trotzdem müssen wir uns ein bisschen wärmer anziehen und auch noch einen Kaffee trinken nebenbei. Aber zeig uns doch mal, was du so gemacht hast. Wir haben die großartige, die einzig wahre Winkelgasse zuerst in die Stadt transportiert. Ich habe hier wieder einen Saustall gemacht. Ich weiß, das mögen einige nicht, aber ich bin einfach gerade eigentlich am Baum, wenn ich nicht gerade Kaffee trinke. Und genau, wir haben die Winkelgasse hier hereingestellt und auch die Figuren der Minifiguren-Serie, der Harry Potter Minifiguren-Serie, der neuen. Danke nochmal an Mr. Mero und Mipi fürs Sortieren und Zusenden. Ja. Die haben uns, es war ein Service, ein komplettes Set organisiert. Genau. Und wir haben von dem Winkelgassen-Set jetzt kein Review mehr gemacht. Wir wollten ursprünglich eins machen, aber es gab dann einige Kanäle auf YouTube, ja, sagen wir mal so, die haben ungefähr 10 Videos zu diesem Set gemacht. Ja. Und wir haben dann gesagt, dann ja, ihr kennt es dann im Prinzip schon in- und auswendig. Vielleicht zeigen wir euch es nochmal eher, wenn das dann fertig ist. Dann könnt ihr auch die Innenräume noch anschauen. Wir finden es auf jeden Fall wirklich ein tolles Set, oder? Ich finde ein extrem tolles Set. Das Einzige, was ich mir gedacht habe, also es war sehr cool zum Aufbauen, sehr viel zu bauen, auch für die 400 Euro. Und das Einzige ist das letzte Haus, und das war ja folgendes hier mit den Weasley-Brüdern, ihr Geschäft. Das war ein bisschen mühsam, denn so cool wie es aussieht, so viele Sticker sind auch drinnen. Das heißt, es war wirklich mit Abstand die meisten Stickers hier zu verkleben, und das war ein bisschen anstrengend. Ansonsten, aber auf der anderen Seite natürlich, ja, schaut es natürlich umso cooler aus, das Haus. Das stimmt, bei den Stickern haben sie leider ein bisschen übertrieben, das ist mir auch aufgefallen. Was ich auf jeden Fall hier schon ganz cool finde, ist, man geht durch das Hauptportal des Legolands hinein und befindet sich direkt in der Winkelgasse, und dahinter ist dann schon das Hogwarts Castle zu sehen. Also das ist mal eine tolle Aufnahme. Da freuen sich sicher alle Leute, die bei uns in den Park gehen. Rechts geht es dann weiter ins Disneyland. Genau. Und links ist dann schon das Jokerhaus, dahinter die Achterbahn. Also der Vergnügungspark wird immer größer und immer toller. Und was ich eben jetzt angefangen habe, nur ganz kurz. Also es ist natürlich alles noch nicht fertig. Ich habe das jetzt erst gerade hingestellt. Und ich möchte hier eben einen Weg pflastern, der dann auch zu dem restlichen, ja, zu den Häusern einfach dazu passt. Und natürlich brauchen wir auch einen großen Bahnübergang dann da vorne, damit die Leute dann auch wirklich zum Hogwarts Castle kommen können. Genau, hier, wenn ihr dann nach rechts schaut, hier da hinten seht ihr dann die Hogwarts Bahnstation. Und ich würde auch sagen, da bauen wir hier geradeaus einen schönen Übergang hin, damit die Leute dann dort rüber zum Hogwarts Castle gehen können und rechts dann vielleicht auch mit dem Zug fahren. Und ich sehe schon, du hast hier meine ganzen runden Plates gekrallt, die wir beim letzten Haul gekauft haben. Und die Teils sind aus dem Lego Store in Wien, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, das ist aber eine ganz schöne Arbeit, würde ich mal sagen, das hier alles jetzt zu fließen. Deswegen ja der Kaffee und das Süße. Aber ich sehe, du hast noch einige Steine da liegen. Eben. Also es wird dir so schnell nicht langweilig werden. Niemals. Und ich würde gerne unsere Zuschauerschaft bitten, das hier mal, gut, man kann das fast noch nicht bewerten, aber ich denke mal, dass das hier ganz gut aussehen könnte, weil ja auch hier beim Originalset solche Fliesen in Rund und auch Plates verwendet werden. Das wird sicher ganz nett aussehen, wenn hier mal die ganze Diagon Alley fertig gepflastert ist. Und ich finde auch cool, dass du schon die ganzen Figuren aufgestellt hast von der Minifiguren-Serie 2. Da sind wirklich ein paar coole dabei. Vielleicht zeigen wir die dann nochmal in einem Spezialvideo her. Die werde ich zwar alle wieder umschmeißen müssen, wenn ich jetzt pflastern anfange, aber egal. Das macht nichts. Es nicht anders. Man kennt sie. Das haben wir ja schon öfter mal gemacht. Also cool, ich nehme euch jetzt wieder mit nach hinten. Mhm. Also besser gesagt mit nach vorne. Wir waren ja gerade hinten. Und zwar sage ich euch noch, oder wolltest du noch was sagen, Rita? Jetzt habe ich ganz vergessen. Tschüssi. Sie verabschiedet sich und trinkt wieder ihren Kaffee. Das ist in Ordnung. Dann können wir uns unserem Projekt widmen. Das ist sehr gut, denn wir sind gerade auf der anderen Seite unterwegs und ich wollte eigentlich von dort nochmal einen kleinen Blick auf die Winkelgasse snacken, wie man so schön neumodern sagt. Also, so sieht das dann von der anderen Seite aus. Hier seht ihr wieder Rita mit ihrem Kaffee. Und das ist dann der Eingang vom Vergnügungspark mit der Winkelgasse. Und ich finde auch von hier sieht das ganz cool aus. Also ich kann mich da schon begeistern, wenn man hier steht, was ja näher beim Eingang ist, denkt man sich, oh, was ist denn das? Tolle Häuser, da muss ich gleich nach hinten gehen, weil das sieht formidabel aus. Wir bleiben jetzt aber mal hier stehen und ich zeige euch, was wir, besser gesagt, ich alleine und auch zum Teil mit Rita gemacht habe. Und zwar fällt es einem vielleicht schon auf, wenn man von hier kommt, wir haben den Bauernhof umgestellt. Der Bauernhof war jetzt einige Male ein bisschen das Thema der Diskussion. Viele von euch haben geschrieben, dass er etwas zu klein ist. Meine Mutter will den Bauernhof dort hinten beim ländlichen Bereich haben. Wir haben uns jetzt mal dafür entschieden, dass wir ihn einerseits ein bisschen vergrößern und andererseits die Anordnung ändern. Als erstes fällt sofort auf, dass diese beiden großen Scheunen, hier wo dieser blaue Traktor drinnen steht, dass die jetzt auf der Hinterseite stehen. Die waren vorher hier vorne, verkehrt rum, und jetzt stehen sie hinten. Das macht jetzt ein besseres Bild, finde ich, denn sie verdecken ein bisschen den Blick auf die Quidditch-WM, was ja gut ist, denn die soll man ja mehr sehen, wenn man auf der Hinterseite ist. Und wir haben hier jetzt diese Silos und diesen Stall dafür auf die linke Seite herübergebracht, was bedeutet, dass, oh, hier fehlt noch eine Bodenplatte, sehe ich gerade, aber dieser Bereich ist jetzt hier um einiges größer geworden. Wir haben den ganzen Bauernhof auch um fast eine Plate nach hinten verschoben. Das war so, dass hier hinten seht ihr ja, hinter dem Windrad sind die zwei Bahngleise. Hinter dem, oder besser gesagt vor dem ersten Bahngleis war ja einige Nöppchen nichts und dann ist erst der Bauernhof losgegangen. Jetzt haben wir alles ein bisschen nach hinten verschoben und haben jetzt ein bisschen mehr Platz. Das heißt, wir haben jetzt mehr Grünfläche. Wir sind am Überlegen, ob wir nicht dieses Feld noch ein wenig vergrößern mit dem Mais. Der Wald wird wahrscheinlich verschwinden. Der kommt vielleicht wirklich dort hinten hin. Wir haben jetzt hier ein bisschen mehr Platz und es ist alles ein bisschen offener und sieht nicht mehr so dicht gedrängt aus. Also ich muss sagen, mir gefällt es sehr gut. Rita glaube ich auch. Wir werden dann natürlich hier diesen offenen Bereich noch ein bisschen mehr gestalten. Vielleicht kommt irgendwo noch ein Stall hin oder noch mehr Tiere. Wir haben noch ein paar Pferdchen. Das lässt sich sicher machen. Und hier auf der rechten Seite haben wir ebenfalls nach hinten verschoben diese Forstpolizei, die kennt ihr bestimmt, die steht schon seit Ewigkeiten da. Da haben wir hier den Gleisverlauf nach dieser großen Brücke ein bisschen enger nach rechts schwenken lassen. Und jetzt geht sich das aus, dass wir auch diese Forstpolizei, ich glaube, um eine halbe Bodenplatte nach hinten verschieben konnten. Und da habe ich jetzt auch, probiere wieder mit der Zoom-Funktion zu arbeiten, ganz professionell. Hier seht ihr zum Beispiel, dass wir
erstens mal so einen Weg gemacht haben, dass der Polizeiwagen hier auf die Straße fahren kann. Und dann haben wir hier auch links so eine kleine, das wird noch ein bisschen erweitert, dass dieser Spalt wegkommt, so eine kleine Erhöhung gemacht mit Blumen. Und da wird jetzt links und rechts davon natürlich auch noch ein bisschen gestaltet, dass dieser Bereich hier auch etwas besser aussieht. Also ich finde, das sieht schon ganz gut aus. Das kann man so lassen, denke ich. Und ja, das soweit also dazu zur Forstpolizei. Und das Letzte, was ich euch noch zeigen möchte, ist, wir haben ja auch fast noch länger als über den Bauernhof haben wir über dieses Set hier geredet. Ich weiß gar nicht, ob ihr sie sehen könnt, da die Monorail so majestätisch darüber hinweg ragt. Das sind City-Sets aus Ende der 1990er. Wir haben schon öfter gesagt, die schlechtesten und hässlichsten Lego-Sets der Geschichte. Aber ich weiß nicht, Rita geht es genauso wie wir. Wir bringen es nicht übers Herz, diese Sets wieder abzubauen und in eine Kiste zu geben. Und ganz ehrlich, ich habe mit diesen Sets viel gespielt als Kind und es gibt auch keine, jedenfalls haben wir keine Stadt auf YouTube gesehen, keine Lego-Stadt, wo solche Sets aufgebaut sind, denn jeder will die ja eher weghaben, glaube ich, und baut sie eher nicht. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, wir lassen sie und wir haben jetzt die Anordnung etwas verändert. Vorher war das so eine Art Korridor. Man ist von hier oben gekommen, musste dann durch die ganzen Werkstätten durchfahren, dann kam noch die Tankstelle und dann ist die Straße wieder so zurück auf die Hauptstraße geschwenkt. Wir haben es jetzt so gemacht, dass wir die Tankstelle, die wir übrigens noch erweitern wollen, hier separat aufgebaut haben. Dahinter ist eine Werkstatt von Octan, wo gerade ein Motorrad oder besser gesagt ein Trike repariert wird. Ihr seht, das ist so aufgehängt auf einer Kette. Also das sieht auch ganz cool aus. Da haben wir passende Figuren herausgesucht, die auch aus dieser Zeit sind. Das sieht, finde ich, eigentlich ganz cool aus so. Das heißt, da tut sich jetzt einiges. Auch hier bei der Tankstelle wird fleißig getankt. Ihr seht, die Leute tanken ihre Rennwagen auf, damit sie wieder in die Natur raus können mit ihren Autos. Und hier, das ist ein bisschen schlecht zu filmen, aber sehen tut man es eigentlich gar nicht. So schlecht haben wir diesen Werkstattkomplex jetzt zusammengestellt. Das heißt, auf der linken Seite werden Motorräder repariert. Das ist jetzt zwar ein Auto, aber der holt nur sein Motorrad ab. Und auf der rechten Seite ist eine Abschleppwerkstatt. Und ja, also da sind jetzt auch überall Figuren. Wir haben Reifen platziert, Wagenheber, lauter Werkzeug, Ölfässer und irgendwie, ich weiß nicht, mir gefällt's. Auf der anderen Seite ist es sowieso ein bisschen schwierig, hier unter der Weiche, die wir übrigens ein bisschen versetzt haben, die ist jetzt näher hier bei dieser Weiche, ein großes Gebäude zu platzieren, denn die Monorail ist zwar hoch, aber nicht unglaublich hoch. Jetzt passen die eigentlich ganz gut hier drunter. Ich zeige sie euch noch von der anderen Seite. Das heißt, hier ist einiges los. Hier kommen die Leute und lassen sich ihre Motorräder oder Autos reparieren. Und das ist jetzt alles eigentlich sehr kompakt auf einem Platz. Wir haben auch probiert, diese Sets woanders hinzustellen, aber neben älteren oder neueren Sets schaut das einfach nicht so gut aus, finde ich. Aber wenn sie beieinander stehen, dann macht das durchaus Sinn. Also sagt uns gerne, was ihr davon haltet. Die Autos mit den großen Karosserie- und Formteilen, ja, wir wissen, die sind nicht besonders hübsch, aber so zusammen gefallen sie uns eigentlich. Apropos Werkstatt, ich habe jetzt gerade noch diese Tuning-Werkstatt aus der Lego City-Reihe ein bisschen aufgemöbelt. Vielleicht kennt ihr die noch von unserem Review. Das war eines unserer ersten Videos, die wir mit unserem Kanal gemacht haben. Das ist die von 2020. Und wir haben die jetzt bis auf das Dach komplett zugebaut. Also da sind wir noch am Überlegen, was wir machen, da uns dieser Kran, wo der Motor draufhängt, eigentlich ganz gut gefällt. Deswegen wollen wir kein Dach einbauen. Aber ihr seht, sie ist jetzt hinten zu und sie ist auch, lasst mich mal überlegen, auf dieser Seite ist sie auch zu. Da war ja komplett offen. Das war auch einiges an Arbeit, weil dunkelrote Steine drinnen sind, Fenster und so weiter. Aber das sieht jetzt eigentlich auch ganz nett aus, finde ich. Und auch den Innenraum haben wir ein bisschen verändert. Da steht jetzt dieser Roadster drin, der mal als Gift with Purchase rausgegeben wurde von Lego. Und hier wird gerade geschweißt und repariert. Und dieser Mechaniker sitzt gerade hier am Boden, weil hier mit der Felge was nicht in Ordnung ist. Also es sieht auch sehr lebendig aus. Und ja, ich muss sagen, die Tuning-Werkstatt gefällt mir jetzt hier sehr gut.
Und es wird der Gehsteig hier noch ein bisschen verschönert. Hier seht ihr, wie weit ich gekommen bin. Jetzt hat es mich aber nicht mehr gefreut und ich wollte mal ein bisschen was anderes machen. Deswegen habe ich mich jetzt um die Tuning-Werkstatt gekümmert. Dach hat sie keines, aber dafür sieht es jetzt von allen anderen Seiten besser aus. Schwenken wir nochmal zu Rita. Sie trinkt noch immer Kaffee. Oh ja, vorzüglich. Und ich lausche dir. Ja, schmeckt ihr, wie es aussieht? Ja, also das ist die Kaffeepause bei uns in unserer Lego-Stadt. Jetzt bauen wir noch ein bisschen weiter und dann schauen wir mal, was sich noch alles ergibt. Ich sehe gerade jetzt erst, dass meine Haare komplett durcheinander sind. Egal. Ja, schönen Tag noch. Lasst eure Züge fahren und baut auch was Schönes. Trinkt einen Kaffee und dann sehen wir uns wieder. Genau. Bis demnächst. Tschüss. Und tschüss.